Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Krebs. Aste-Kerlchen hinter dem Deck. Aste-Kerlchen, sprichst du was Neues? Eh? Interessante Energie gerade bei dir. Ja. Aste-Kerlchen, sprichst du was Neues? Natürlich, Krebs, Aste-Kerlchen, sprichst du über die Selbstliebe. Und irgendwann ist schon wichtig, ne? Diese Selbstliebe. Also, Aste-Kerlchen, so die Energie, die ich hier bei dir spüre, gerade mit den anderen Orakeln, die ich auf dem Tisch habe und so weiter, ist ein Gefühl von tatsächlich Selbstliebe. Aber auch was Neues. Aste-Kerlchen, sprichst du über was Neues? Egal, worüber wir reden, ich habe das Gefühl bei dir sehr stark die Arbeit, muss ich dir auch sagen, oder sonst eine Person, die du durch eine Leidenschaft, durch deine Leidenschaft kennengelernt hast. Das heißt, es könnte für dich über Arbeit reden, eine neue Arbeit, ein neues Projekt, aber auch sogar eine neue Person könnte man hier sehen. Krebs, ich spüre hier bei dir eine Gabe. Eine Gabe. Das ist hier ein Geschenk von Gott. Das ist hier eine Segnung, eine neue Segnung, die du bekommst. Und so verkehrt hier sind wir nicht. Weil die Legung für dich, für den Monat Juni, war natürlich auch ziemlich interessant. Ich meine jetzt sehr positiv. Du kannst dir gerne natürlich die Legung für den Monat Juni anschauen. Es war eine starke Energie. Unvergleichbar. Das war mit nichts zu vergleichen. Das war eine starke Energie. Natürlich kann man Babys, könnte man Babys sehen, Kinder, eine Schwangerschaft. Ist das eine Taufe hier? Nochmals, das ist eine Segnung von Gott. Ich spüre eine Sache hier, die dich glücklich macht. Es macht dich glücklich, die Situation, die ich hier habe. Und das kann natürlich, nochmals, die Selbstliebe ist bei dir sehr stark zu sehen. Wow, Gefährte. Aste Schwerter, Aste Kelchen. Was ich denke, Grenze setzen und neu anfangen. Ich spüre hier, dass du sehr viel Klarheit hast. Du weißt schon, was du machen möchtest. Du weißt jetzt schon, was du machst. Wenn du bis jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander warst oder Zweifeln hattest, weil du die Sachen nicht so deutlich sehen könntest, das ändert sich. Das ändert sich ab jetzt. Du triffst hier klare Grenze. Du triffst Grenze, du triffst Entscheidungen. Du fängst was Neues. Das ist sogar für dich ein neuer Vertrag. Arbeitsvertrag, du unterschreibst einen wichtigen Vertrag. Das ist hier für dich sogar in manchen Fällen, wie gesagt, du setzt hier klare Grenze. Das kann auch in einer Beziehung sein, mit einer Person sein. Das ist verschieden. Zweimal Ass, Aste Schwerter, Aste Kelchen. Wir reden nur was Neues hier für dich. Was Neues? Puppe der Kerlchen, Wasserelement wie du. Ich muss dir sagen, Sternzeichen wieder zeigt sich auf diesen Würfel, Sternzeichen wieder und die Nummer 10. Also die Nummer 111 ist wichtig für dich. Interessant ist,
von Oshotsen ist auf dem Tisch auch diesen Aztekelchen geblieben für dich. Also Empfänglichkeit. Diese Karte ist auf dem Tisch für dich von Oshotsen auch gewesen. Und das ist für mich wieder ein Aztekelchen. Du merkst ja hier die Synchronisierung gerade von den Karten. Und Aztemünzen ist da. Aztemünzen ist auch hier. Also Krebs, die Nummer 1111 ist auf dem Tisch. Ich spüre hier bei dir neue Anfänge. Neue Anfänge. Und du weißt ja, so wie es für dich in Resonanz kommt. Weil wir haben nicht alle das gleiche Leben. Du kannst vielleicht die Energie besser für dich anpassen. Hier habe ich drei der Kerlchen, Ritter der Münzen, Puppe der Münzen. Ritter der Münzen, Puppe der Münzen. Du hast eine Gabe, etwas. Ich meine, jeder von uns hat eine bestimmte Lebensaufgabe. Ja, jeder von uns. Aber du hast die, du weißt schon. Hier habe ich ein Gefühl von einer Person, die schon weiß, was das ist. Ich weiß schon, welche meine Lebensaufgabe ist. Ich weiß schon, welche meine Bestimmung ist. Etwas zeigt sich hier bei dir, Krebs, was du die Welt zeigen solltest. Du musst diese Gabe die Welt zeigen. Ich rede hier über Arbeit für dich. Es kann natürlich perfekt mit Arbeit zu tun haben. Natürlich. Es zeigt sich hier sehr viel Erfolg. Wir reden über sehr gute Vorzeichen für dich. Münzen kommen nicht morgen, sind nicht schnell, aber sind sicher. Also die Energie, die sich hier zeigt, ist sicher für dich. Wenn du sagst, eigentlich, das spricht hier mehr für mich über ein Kind von mir oder eine jüngere Energie, die du kennst, dass du sagst, das spricht mehr über diese jüngere Person, die was Neues jetzt anfängt und tatsächlich sehr viel Erfolg hier zu spüren ist. Weil das könnte für ein Kind von mir sein, ein Kind. Das Kind fängt was Neues an. Und das ist die Bestimmung für dieses Kind. Das ist genau das, was das Kind hier zu machen gekommen ist, um zu machen. Also ich spüre hier eine starke Energie. Egal, wie ich mir das hier anschaue. Krebs. Sogar, dass man sagt, ich distanziere mich, ich nehme Distanz von bestimmten Menschen, von bestimmten Gruppen von Menschen, nehme ich jetzt Distanz. Ich fokussiere mich um das, was mein Interesse, meine Projekte, und da fokussiere ich mich. Das ist für mich wichtig. Aber dann muss ich Distanz von manchen Freundschaften nehmen. Ich muss Distanz nehmen. Ja, ich muss Distanz nehmen. Das können eine Freundschaft sein, aber das kann auch die Familie sein. Kinder, Familie, Freundschaften, das weißt nur du, welche Personen das sind. Aber das Gefühl ist tatsächlich da. Ich nehme Distanz von manchen Menschen und mein Fokus ist meine Gabe. Geforte. Also Krebs, du hast hier schon eine Segnung. Eine Segnung gibt es hier, eine Segnung von Gott. Und das sieht man hier. Ich sehe hier Geld, irgendwie Geld, was du vielleicht erwartest. Oder die Handlung von einer Person und es kommt hier. Die Energie zeigt sich bei dir natürlich langsam, mit diesen Ritter der Münzen und diese Puppe der Münzen. Die Energie zeigt sich langsam. Also irgendwie ist deine Energie hier, die Zeit genommen hat. Zeit, ja. Aber es kommt hier irgendetwas, eine Nachricht, ein Angebot, eine... Qué fuerte, ¿no? Vier de Schwerter. Vier de Schwerter, die Gedanken, ja. Nochmals diese Energie von Heilungsarbeit,
von den Gedanken. Ich denke viel nach. Ich ziehe mich zurück und ich denke nach. Das Gefühl wäre bei dir, Krebs, du siehst eine Situation klarer. Etwas siehst du klarer bei dir. Du hast mehr, ja. Schau mal jetzt in der Mitte, hast du zwei Schwerter. Zwei Schwerter, du siehst, diese Person kann nicht so deutlich sehen, weil die Augen verschlossen sind. Diese Person kann nicht sehen. Diese Karte spricht über eine Trennung. Eine Trennung, eine Blockade. Es gibt eine Situation hier vielleicht, Krebs, die du nicht so richtig sehen kannst. Etwas kannst du nicht richtig sehen. Und das kann hier sogar mit einer Person zu tun, mit der Familie. Etwas kannst du nicht so richtig sehen hier. Was ich interessant finde, Krebs, ist diesen achte Schwerter und zweite Schwerter zusammen sogar. Achte Schwerter, zweite Schwerter. Beide Karten zeigen einer Person mit verschlossenen Augen. Diese Kombination sagt auch, du solltest zum Augenarzt gehen. Einfach nur routinär jetzt. Also, dass du halt eine Untersuchung machst. Das ist nichts Ernstes, sondern man sagt hier tatsächlich, geh zum Augenarzt. Beide Karten deuten auf eine Blockade. Das ist eine Blockade. Das ist eine Situation, wo man nicht weiß, wie man von dieser Situation sich befreien kann oder welche Entscheidung ich treffen soll. Das Gefühl hier ist, es gäbe eine Entscheidung zu treffen, aber ich weiß ja nicht, wie ich mich von dieser Situation entweder befreien kann, welche Entscheidung ich treffen kann. Ich habe Zweifel, ich sehe es nicht deutlich, ich sehe es nicht klarer. Interessante Energie, Krebs. Und dann kommen diese drei Kelchen. Also, Krebs, ich sehe hier zweimal drei Kelchen. Drei Kelchen sprichst du über Gruppe von Menschen, Freundschaften und so weiter. Aber wir wissen ja, drei Kelchen könnte auch mit einer dritten Person darüber, könnte natürlich über eine dritte Person reden. Aber ich kenne ja deine Situation nicht. Das musstest du für dich jetzt schauen, was das heißt. Ich sehe hier, das Gefühl wäre, dass die Karten mir sagen möchten, etwas sieht man hier nicht. Etwas kann ich hier nicht sehen. Und das kann hier mit einer Beziehung zu tun haben, weil ich habe hier vier Stäbe und die Karte 10 Kelchen. Das ist die Familie. Das ist die Familie. Die Familie. Und das ist die Familie, das sind meine Kinder. Das kann für eine Gruppe die Kinder sein, meine eigenen Kinder. Für eine andere Gruppe meine Eltern, mein Ehemann, Ehefrau. Das ist die Familie hier. Und irgendeine Blockade gibt es hier in dieser Situation. Das Gefühl ist wirklich, ich möchte hier was Neues. Eine Person möchte hier, du siehst ja, diese Person möchte mit wenig Gepäck. Du siehst, diese Person hat wenig Gepäck tatsächlich und läuft einfach Richtung Zukunft. So wie das Schicksal jetzt, ich tue mich in den Händen von dem Schicksal und ich mache meine Reise weiter allein und ich schaue mal, wo mir diesen Schicksal, was mir hinbringt. Also, diese Person braucht nicht viel, hat wenig Gepäck mit sich und nimmt sich Zeit. Also, diese Person hat es gar nicht eilig. Diese Person ist total im Frieden und macht eine Reise. Ohne Eile. Was will ich dir damit sagen, Krebs? Es kommt jetzt auf deine Situation drauf an, in welcher Situation du dich befindest. Weil wir alle, also manche sind noch in einer Beziehung,
aber wollen vielleicht nicht mehr da sein. Manche nicht, sind in keine Beziehung, aber haben andere Situationen. Halt, jeder von uns hat eine andere Situation. Und wir wissen ja, wie das ist. Nur wenn das für dich in Resonanz kommt. Aber das Gefühl ist da. Ich möchte was Neues anfangen. Ich möchte was Neues. Augenblick, bitte. Alles spricht darüber. Krebs, alles spricht darüber. Du hast gerade gesehen, du hast viermal Ass, vier Ass auf dem Tisch. Du hast, wir reden hier über neue Anfänge. Neue Anfänge. Wenn du sagst, das ist Arbeit für dich, dann ist Arbeit. Ich spüre hier natürlich eine familiäre Situation. Das muss ich dir aber auch sagen. Vier der Stäbe, zehn der Kelchen, drei der Kelchen, das ist die Familie. Das ist die Familie, aber das sind auch meine eigenen Kinder. Deswegen habe ich es dir vorher gesagt, vielleicht für eine Gruppe, reden wir über, mein Kind möchte sich selbstständig machen. Mein Kind fängt jetzt was Neues an und möchte ausziehen, zieht ja, und macht die Reise jetzt allein weiter. Sieht gut aus, muss ich dir schon sagen. Wenn dein Kind das wirklich möchte, ist, weil er oder sie sich sicher ist. Ich bin sicher, dass ich das machen möchte. Und man muss natürlich das machen lassen. Also man muss schon loslassen und das Kind natürlich auch. Ich rede ja über volljährige Kinder, ja. Ich rede nicht über Minderjährigen. Volljährigen, wenn die jetzt eine Entscheidung treffen und was machen wollen, man soll schon loslassen, man sollte loslassen und das Kind auch diese Reise machen lassen. Ja, die gehören uns auch nicht. Unsere Kinder gehören nicht uns. Ja, wir sollen dabei sein, aber die gehören uns nicht. Die Liebe ist die beste Medizin. Die Liebe ist die beste Medizin, ist bei dir auf diesen achten Schwerter gefallen. Ich rede hier über die Liebe, jemand ist verliebt. Aber vielleicht noch in eine Beziehung oder jemand ist hier in einer familiären Situation. Ja, es könnte möglich sein, ja. Ich sage, es könnte möglich sein, weil... Ich sehe hier viele Menschen, Krebs oder Internet oder wie auch immer. Ich meine, drei der Kelchen zweimal, sieben der Kelchen. Es sind viele Kelchen hier. Ja. Ja, diese Karte kam jetzt auch bei Sternzeichen Wassermann, glaube ich. Ja, diese Karte, die über eine Krankheit spricht, über eine Heilung spricht. Augenblick bitte, Krebs. Ich sehe irgendeine Distanz hier oder... Ja, du hast vielleicht mit Sternzeichen Wassermann könnte möglich sein. Ass der Münzen. Du hast alle Ass auf dem Tisch. Alle Ass. Wow. Und zweite Schwerter. Krebs. Zweite Schwerter mit dieser Herrscherin. Herrscherin? Ja, eine Mutter sieht man hier. Eine Mutter. Die Herrscherin ist die Königin, alle anderen Königinnen. Schau mal bitte jetzt, in der Mitte ist diese zweite Schwerter für dich und diese Karte wiederholt sich oft das. Ich habe dir gesagt, das sprichst du über eine Trennung. Und dann interessant für dich kam in der Mitte diese Karte. Das ist ein Boot, siehst du ja. Und da drauf steht das Wort No, also Nein. Interessant finde ich, du siehst das Wort vielleicht hier. Irgendwo steht das Wort No. Ja. Das Gefühl ist, irgendwie hier gibt es diesen Boot, kann mit einer über eine geografische Distanz für eine Gruppe reden oder hier gibt es eine Reise und das ist hier wichtig zu nennen. Aber auch,
Tatsächlich das Wort nein. Also hier gibt es irgendwie einen Nein. Auf gar keinen Fall. Das ist das Gefühl mit diesen zweiten Schwerter. Zweite Schwerter sagt auf gar keinen Fall nein. Ich will von der Situation nichts wissen. Bleib mir weit weg. Das ist das Gefühl hier von diesen zweiten Schwerter. Und überhaupt, du hast hier das Wort no. Also nein, ja. Interessant ist, tatsächlich, wie ich dir gesagt habe, Krebs, vierte Stäbe zeigt sich bei dir und das hat mit der Familie zu tun. Weil die Karte der Familie kommt zusammen mit vierte Stäbe. Nicht vergessen, Krebs, ich rede über Familie und das kann über deine direkte Familie jetzt reden. Mutter, Vater, Geschwistern, Cousins und so weiter, Großeltern und so weiter. Oder sonst nochmals Ehefrau, Ehemann. Und das kannst nur du wissen. Du kannst wissen, ob wir hier über deine eigene Mutter jetzt reden. Übrigens, Sternzeichen Waage zeigt sich mit diesem zweiten Schwert sehr stark. Oder ob wir über ja, eine andere Person. Das kannst du wissen. Die Familie zeigt sich. Und irgendeine Situation gibt es hier mit der Familie, wo man sich sogar befreien möchte. Und was Neues anfangen. Also so ungefähr, das Gefühl wäre hier, ich habe eine Lebensaufgabe. Ich weiß meine Lebensaufgabe. Ich weiß meine Bestimmung. Ich möchte das machen. Ich möchte das machen. Aber vielleicht gibt es hier Menschen in der Familie, die vielleicht entweder mit dir nicht einverstanden sind, dich nicht freilassen dafür. Also hier siehst du eine Orchester. Hier sehe ich eine Person, die einen Instrument spielt, einen Sänger. Ich kann hier auch einen Sänger haben. Ich sehe hier eine Person, die einen Künstler ist. Eine Person, die berühmt oder berühmt sein möchte. Warum sage ich das? Weil das Gefühl ist ja da. Du kannst mir jetzt sagen, Krebs, ich bin doch gar nicht berühmt oder bekannt oder wie auch immer. Aber deine Bestimmung oder Lebensaufgabe, die sich hier zeigt, zeigt sehr gute Vorzeichen. Und das habe ich dir ja ganz am Anfang der Legung sogar gesagt, dass man in deiner Energie sehr gute Vorzeichen sieht, was mit einer bestimmten Gabe, was du die Welt zeigen musst, ja, ein Geschenk von Gott, eine Segnung, die du da hast, die du die Welt zeigen musst. Und die Energie zeigt sich. Die Energie zeigt sich. Vielleicht nicht nur allein du, sondern hier sehe ich ein Orchester, hier sehe ich mehrere Menschen, Krebs, also hier sehe ich ein Orchester und hier sehe ich auch mehrere Personen. In manchen Fällen eine Situation, die nicht nur du allein, sondern mit einer Gruppe von Menschen, also hier gibt es mehrere Personen. Oder bis jetzt warst du in so einer Situation, wo du mit mehreren Menschen und jetzt sagst du, ich möchte es lieber allein weitermachen. Das Gefühl ist auch da, Krebs. Dass du sagst, ich möchte weiter jetzt allein meinen Weg machen. Interessant ist diese Karte, lass uns mal die Welt retten. Hier steht das Wort Welt, die Welt. Hier steht das Wort retten. Man möchte sich selbst retten von einer Situation, sich befreien. Krebs, ich habe hier bei dir eine interessante Energie, wie du merkst, ja? Weil ich spüre bei dir schon eine positive Energie, aber du musst hier sehr wahrscheinlich Menschen blockieren, ne? Und weißt du, warum diese Karte bei dir so kompliziert ist, sich kompliziert zeigt, überhaupt zweite Schwerter in der Mitte? Weil du hier natürlich eine wichtige Entscheidung treffen musst und das ist sehr kompliziert für dich. Es fällt dir schwer, weil das hier mit deiner Familie zu tun hat. In manchen Fällen, du möchtest hier wirklich wandeln, also woanders leben. Denn du hast hier, lass uns mal die Welt retten und hier hast du ein Boot, eine Reise, die Welt, geografische Distanz, dass deine Familie damit nicht einverstanden ist, dass du was machen möchtest. Die Energie zeigt sich.
habe ich bei dir, Krebs, die Energie von Kindern, aber sehr viel. Das Gefühl, Kinder sind bei dir. Hier sehe ich 7. Kerlchen und ein Baby. Vielleicht den Wunsch, noch ein Baby zu bekommen. Ich sage es, weil ich sehe hier schon Babys. Also Babys sieht man hier, Kinder sieht man hier. Hier sieht man schon Kinder. Aber vielleicht, nochmals, ich sehe hier noch mehrere Kinder, Babys. Klar kann hier eine Entscheidung darüber reden, dass ich was Neues anfangen möchte. Das kann auch hier darüber reden. Ein Baby spricht ja über was Neues. Und ich sehe bei dir eine komplizierte Entscheidung, Krebs. Das ist 2. Schwert in der Mitte. Eine komplizierte Entscheidung. Du möchtest vielleicht was Neues anfangen, weil ein Baby spricht über was Neues. Aber es gibt hier eine gewisse Manipulation. Ich sehe hier Manipulation und diese Manipulation ist in der Familie. Ich rede über die Familie. Sicher. Ich habe hier Familie, Kinder, Familie. Überall sieht man diese Situation von Familie. Ja, Kinder sieht man hier. 6. Kerlchen. Nochmals Kinder. Nochmals. Deine eigenen Kinder, eh? Ich spüre schon eine unreife Energie hier mit einer bestimmten Person, Krebs, dass du mit einer Person hier, klar, wenn das jetzt ein Kind ist, deswegen ist die Unreife da. Das könnte hier ein Kind sein, deswegen die Unreife. Und man ist nicht zufrieden mit dem, was man da bekommt oder wie der Balance da ist. Also zum Beispiel eine Person, Krebs, eine Person, die immer wieder auf dich wegen Geld, also ich brauche Geld. Oder wenn diese Person Geld braucht, immer wieder zu dir kommt. Oder irgendwie gibt es die Legung, kann sich natürlich auch spiegeln. Aber das Gefühl wäre hier, jemand ist hier mit einer Situation in der Familie nicht zufrieden. Und das hat mit einer Person zu tun, die immer wieder mit der gleichen Situation kommt. Also eine Person möchte es hier nicht mehr. Das ist das Gefühl hier. Das ist ein Nein. Und das ist hier ein Nein. Nein, ich gehe. Ciao. Das ist dieses Gefühl hier. Nein, ich gehe. Ich gehe. Ja? Denn, wow, Krebs, wie gesagt, du hast hier eine Energie bei dir. Sehr stark von neuen Anfängen. Nochmals, diesen Puppe der Münzen zeigt sich hier mit der Karte Alarm. Alarm. Katastrophe vielleicht weniger, aber Alarm. Etwas ist natürlich hier. Alarm. 4. Kerlchen, interessant. Sternzeichen Wassermann hat die gleiche Karte wie du. 4. Kerlchen hat Sternzeichen Wassermann auch in dieser Position. Und warte mal kurz. Und hat er auch irgendwie mit Arbeit verbunden? Das war die Arbeit da verbunden. Oder irgend so eine Energie gab es da? Kommt kommende Woche bei dir, Krebs, eine kleine Nachricht oder Kommunikation von einer Person, die irgendwie mit dir, dir was anbieten will oder irgendetwas sogar, was mit der Arbeit zu tun hat. Es könnte die Arbeit wirklich hier verbunden sein. Eine Person, die mit dir irgendwie, du willst die Situation, du bist mit der Situation nicht zufrieden. Nee. Und die Karten sagen dir auch tatsächlich, ja, vorsichtig, ja. Die Karten sagen dir auch, vorsichtig. Wow. Schau mal bitte jetzt. Du hast die Karten von Osho Zen, hast du? Die Karte Verspieltheit. Verspieltheit ist wie der Ritter der Stäbe. Und die Karte Konditionierung, das ist die Karte der Teufel. Ja, die Karte der Teufel, tatsächlich. Also du hast hier, Krebs, du hast hier eine Person, Feuerelement in manchen Fällen. Sternzeichen Steinbock zeigt sich auch.
Steinbock zeigt sich, aber wie gesagt, Waage, Fische und die Sternzeichen sind für mich gerade nicht unbedingt wichtig. Was ich hier spüre, ist eine Person, die du schon kennst, die immer wieder das Gleiche macht und du bist mit dieser Person nicht, du vertraust dieser Person nicht mehr. Du vertraust dieser Person nicht mehr. Es könnte schon auch Krebs, könnte schon Erde-Element sein. Erde. Also Stier, Steinbock, Jungfrau. Muss nicht sein. Du hast Sternzeichen wieder in diese Würfel, Sternzeichen wieder. Was ich spüre ist, sogar eine Person, eine Freundschaft, sogar es könnte für dich über eine Freundschaft reden, eine Person, die du schon kennst. Einer Person, die sich Zeit nimmt oder genommen hat, und einer Person, die jetzt kommt mit einem Angebot. Ja, ein Angebot. Sogar, dass eine Person jetzt mit dir eine Zusammenarbeit möchte. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Ich sehe, dass es dir gut geht. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Für dich kam diese Karte. Die Mäuse und die Nummer 10, diese hier. Was ich hier verstehe, du machst tatsächlich einen Schluss mit einer Energie. Ja. Du machst schon einen Schluss mit einer Energie, die dich entweder nur klauen möchte. Sehe ich unbedingt, dass diese Energie zu stark? Nein, eigentlich nicht. Aber die Karte der Mäuse, die Mäuse hier. Die Karte der Alarm, so ungefähr, sei vorsichtig, Alarm, Katastrophe. Ich meine Katastrophe weniger, aber Alarm spricht über sei vorsichtig. Mit einer Person, die du schon kennst, weil diese Person kennst du bereits eigentlich schon. Diese Person möchte mit dir zusammenarbeiten. Oder irgendein Angebot sehe ich hier. Aber du bist mit der Situation nicht zufrieden, weil sehr wahrscheinlich, sagen wir mal jetzt, Krebs. Sagen wir mal jetzt, Achtung, was ich dir gerade sage, weil das ist wichtig. Und ich hoffe, dass du noch da bist. Sagen wir mal jetzt, du hast eine Gabe. Du hast eine neue Projektion bereits angefangen. Du hast diese Gabe, die wir die ganze Zeit bei dir darüber reden. Und du hast schon was angefangen. Jetzt kommt eine Person, die dich natürlich schon beobachtet hat und so weiter und sieht, wow, diese Person hat schon was, ne? Also das wird schon. Und die Person kommt jetzt und sagt, schau mal, ich würde gerne mit dir natürlich gerne zusammenarbeiten, dass wir zusammenarbeiten. Ja, aber die Gabe, die du schon hast und dein Projekt hast du schon angefangen und eigentlich, vielleicht will diese Person eigentlich, dass du alles von dir gibst und es gibt keinen Balance in dem, was diese Person von sich geben wird und das, was du schon gibst. Sogar, dass du fast alles machen musst. Ich meine, das ist ein bisschen lustig gerade hier, weil das Gefühl wäre so ungefähr, ich möchte mit dir in diese Zusammenarbeit kommen. Ich möchte mit dir einen irgendwie, ja, aber eigentlich du bist die Person, die von sich alles macht oder alles gibt. Es gibt hier keine Gerechtigkeit. Es gibt eine karmische Situation hier, in eine bestimmte Sache hier, eine karmische Situation. Wo sehr wahrscheinlich du die Person bist, die alles von dir gibt und die andere Person. Also, ich weiß auch nicht, was das ist, der Krebs. Die Legung kann sich auch spiegeln, aber das Gefühl wäre wirklich hier. Wir reden über eine karmische Situation und das hat mit dieses Geben und Nehmen zu tun. Es gibt hier keinen Balance und das weißt du. Du sagst mir jetzt, ja, aber wie mache ich, das ist ein Kind von mir oder ein Bruder, eine Schwester von mir, eine Person der Familie, wie mache ich das? Wie sage ich dieser Person, nein, ich bin nicht interessiert? Tja, du sagst das einfach. Du sagst das einfach. Wie ich mir sage, lieber bin ich in einem Moment, bleibe ich rot, in einem Moment, und ich schäme mich halt in dem Moment. Aber danach geht es mir auch besser, weil ich meine, was soll ich jetzt eine Situation anfangen, wo ich eigentlich nicht möchte? Eigentlich möchte ich nicht. Ich möchte nicht. Ja, ich möchte nicht. Aber ich mache es, weil die Familie ist. Ist die Familie.
ist die Familie. Ist die Familie. Oder meine Familie, ich gebe immer Geld, meine Familie. Ich gebe immer wieder Geld und immer wieder Geld. Und das ist schon ziemlich karmisch geworden. Es ist eine karmische Situation hier. Mit dem, was ich gebe und dem, was ich von der Familie nehme. Also Krebs, das Gefühl gefällt mir hier nicht zu viel. Wenn ich dir ehrlich bin, nee. Gefällt mir nicht, weil es ist sehr stark hier zu spüren. Das ist fast eine Ausnutzung. Ja, von wegen, ich bin die Person, die immer wieder von sich gibt und immer wieder und immer wieder. Und das macht hier mich ziemlich unglücklich. Eigentlich nochmals, ich würde hier schon einen Schluss machen, eine Trennung machen. Mach das, weil tatsächlich, du hast hier mit Mäuse zu tun. Du hast hier mit Mäuse zu tun, Menschen, die dich klauen. Lügen, klauen, dich ausnutzen. Ah ja, aber das ist die Familie. Ja, und deswegen können die dich ausnutzen, klauen und so weiter. Krebs, du bist für dich verantwortlich. Und jeder von sich, für sich verantwortlich. Ich habe hier Puppe der Kirchen, Puppe der Münzen. Ich habe viele Puppen hier. Ja, ich habe hier viele Menschen. Und diese Menschen hast du um dir. Diese Menschen sind nicht so weit weg von dir. Wir reden über diese Menschen, die du um dir hast. Also, die du oft siehst. Und das sind deine eigenen Kinder. Die sind deine sogenannte Freundeskreis. Das sind deine Geschwister, deine direkte Familie. Sogar deine eigene Mutter. Ja. Interessante Energie ist das schon. Schau mal bitte hier. Von diesem Orakel sagt ja, lehre deinen Geist. Lehre deinen Geist und mach dich locker. Mach dich locker, das ist Sternzeichen Löwe. Zwilling zeigt sich hier. Und lass die Vergangenheit ruhen. Wenn das wirklich mit deiner Vergangenheit zu tun hat, lass die Vergangenheit ruhen, Krebs. Lass die Vergangenheit ruhen. Befreie dich natürlich hier. Befreie dich von manchen Menschen, die dich nur ausnutzen. Denn ich spüre hier Manipulation. Es gibt hier Manipulation. Manipulation in der Familie. Du brauchst nicht so weit weg zu gehen. Du kennst hier eine Person durch die Arbeit. Eine Person kennst du durch die Arbeit. Und Liebe ist die beste Medizin, stand da. Aber ja, es gibt hier so eine Situation. Ich spüre sehr stark die Energie von Kindern bei dir, sehr stark. Oder Kinder sind hier zu sehen, irgendwie Kinder, überall Kinder. Wirklich, überall Kinder sehe ich. Kinder, Kinder, Kinder. Überall sieht man Kinder bei dir. Jüngere Menschen, Kinder und so Sachen. Das ist sehr stark bei dir. Sogar, dass wir sagen jetzt, Krebs, also du hast eine familiäre Situation und du hast die Familie immer wegen, ja, immer Geld, mit Geld unterstützt. Ja, immer wieder und viel Geld. Ja, also ich spüre diese Energie hier. Ich unterstütze meine Familie mit Geld. Aber das Gefühl wäre hier, nochmals mit diesen zwei Karten, ist, du musst hier schon einen Schluss machen. Das fällt dir schwer. Das fällt dir schwer, ja. Ich verstehe dich schon, ne? Nicht, dass du denkst. Es ist auch keine leichte Sache. Und dann hast du hier, ja, tatsächlich,
Es ist Zeit, Negativität oder negative Situationen zu verlassen. Es ist an der Zeit. Und irgendeine Situation gibt es hier in der Mitte, die du das auch weißt. Du weißt das auch. Deine Liebsten sind in Sicherheit, also mach dir da keine Sorgen. Also Krebs, das Gefühl, was ich habe, ist, dass du irgendwas hier, was Neues anfangen möchtest, gehen willst, dich befreien willst, was Neues anfangen möchtest, sogar umziehen möchtest, egal was diesen Boot für dich heißt. Aber du eine wichtige Entscheidung hier treffen sollst. Ja, diese Entscheidung fällt dir schwer, aber die, ja. Die Energie zeigt sich so, Krebs. Ich weiß nicht, was du von hier für dich nehmen kannst. Kann diese Person für dich jetzt einen Wunschpartner sein? Und diese Person kommt immer wieder mit dem Gleichen an, bei dir an, immer wieder mit dem Gleichen. Das willst du auch nicht mehr. Das willst du auch nicht mehr. Also schaue bitte hier in diesem Boot steht das Wort Nein. Deutlich. Nein. Krebs, das ist die Energie, die sich für dich für kommende Woche zeigt. Ich danke dir für deine Likes, deine Abos. Dankeschön und wir sehen uns bald. Krebs, danke, tschüss.